Willkommen zurück, meine lieben Freunde, auf YouTube. Ich bin's, euer Odo. Oh, da können wir auch raufkraxeln. Warte mal. Vielleicht sollten wir, bevor wir das tun, wieder abspeichern. Ja, okay, ja. Wir laden neu. Wir haben nicht keine Hitpoints mehr. Das ist echt nicht lustig. Aber, wie schon gesagt, man kann in so einem Fall immer neu laden. Wollen wir überhaupt darauf gehen? Ja, gehen wir zuerst noch ein bisschen da weiter und schauen wir uns die Gegend an. Ah, okay, stopp, 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 stopp. Nicht so schnell, Freunde. Wir sind da in irgendeinem Tal. Wir wollen uns hier mal genau umschauen alles. Wir gehen noch nicht weit darauf, wenn ich da unten noch Sachen zum Erforschen habe. Echt jetzt? Da gibt's nichts. Ups, was ist das? Token of the Dryad. Es scheint nicht bösartig zu sein, es greift mich nicht an. Hey, Haselnüsse. Das schaut echt brutal aus. Was ist das? Ein Level 9 Plant. Nochmal Pause. Es ist large. Okay, gut, das sehen wir, dass es large ist. Perception 16, Stealth 10. Strength 25, bist du irre. 86 Hitpoints, bis wir das runtergeknüppelt haben. Das hat eine Energy Resistance 10 gegen Feuer. Immunities gegen Mind Effects, Compulsion, Poison, Charm, Stunt, Polymorph, Electricity. Noch sehr was. Facts and Conditions, Spellful, Polymorph, Paralyzed, Sleep, Stunt. Shambling moons, also called shamblers, appear to be heaps of rotting vegetation. Na okay. Okay, der scheint uns ja zumindest nicht anzugreifen, also lassen wir ihn mal in Frieden. Da hinten hingegen, diese Säbelzahnkatze, würde uns angreifen. Oder er rennt einfach durch uns durch. Oh. Hey. Lab journal. Went into the woods, found many roots, pine cones, flowers and a dead squirrel. Sound little I can make of that. I must consider where I might gain rarer ingredients for my experiments. Some damnable raccoons got into the hut while I was exploring the woods. Broke all the glassware. The only things left are 10 flat-bottomed glass tubes, 5 round-bottomed flasks, a couple porcelain mortars, 3 pestles and precious spiral. A good thing all the pots are still there, so many good chemicals wasted. Shame. Need to lock everything up in the closet. Tried to finish the experiment today. Caught a raccoon with a snare trap. Didn't get the bastard to the hut in time. Perhaps I should,
muss man es nehmen. Hey, das ist magisch. Nehmen wir doch glatt. So, was ist das? The body of a woman fouled beyond recognition. Her fingers still clench a torn leather leash. Ah. Kann man das fertig lesen, dieses Journal? Da ist es. Bist du wahnsinnig? Oh Gott! Echt jetzt? Wir haben nur bis daher gesehen, das ist ja riesig. Third attempt at the crystallization experiment broke the last round bottom flask. Okay. Den letzten Rundkolben hat sie kaputt gemacht. I recall my tutor calling me ham-handed and making me clean up. Perhaps he was right, but he did teach me much despite everything. But why didn't he wish me to develop my abilities? Didn't he want me to learn anything beyond the basic potion recipes? An Alchemist quasi. Today an old lady came from the nearby village asking me to make her goats yield more milk. I had to help. I'm in desperate need of money. Oh, why must I spend my time so boring, boring. So the pages remain empty, then writings continue. Observation day one. Finally got a chance. I can't miss. Found a dying elf in the woods. She was barely breathing and ants were swarming all over her. Who is she? What happened to her? It matters not. This is the opportunity I've been waiting for. With great effort, I managed to drag her to the hut, remove her clothes and hide her behind the bags in the corner. Enough wasting my talents on trifles, it's time for action. Use the largest glass tube from the master's box, the one with the warnings, in case of contact with skin, wash off immediately. Ha! A doddering parrot of all the standard warnings. I spread it evenly over her body and began my observations. Finde ich gut. Mit Elfen kann man ja Versuche machen. Keiner da? Nein, keiner da. Bla 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 bla. Also soweit ich das sehe. My living experiment shows all signs of obedience. She's much like a little tree. A magnificent walking tree. She's already 8 feet tall and the child keeps growing. I wish to give her space, more fresh air and sunlight. I suspect we shall need some fertilizer. For now, I only walk her around the wood on a leash. This is the greatest achievement of my career. Soon we'll be ready for a journey to Absalom, and there we'll present my masterpiece. I must think of a name for my girl. Okay. Also ich würde mal sagen, das, was da vorne herumrennt, ist ihr Experiment, ihr fehlgeschlagenes oder eigentlich geglücktes, aber. What's in wait for me there, I wonder? So, Säbelzahnkatze haben wir gesagt. Du? First I said, no, I can't. It's too dangerous. But then I insisted, but I should. I need that to victory! Then I argued, then I agreed to do it. It's so hard to decide whether to have breakfast or not. Das war ja schön. Mit 9 Punkten haben wir die Dinge schon umgebracht. Oh, ah, Hyänen sind das. Schau an. Die halten ja urwenig aus. 18 XP bringen sie und 8 Hitpoints haben sie. Na gut. Did you like that? What? You didn't! Passt. Kennen es und passt. Nicht nur haben wir Punkte gekriegt, nein, wir haben auch. Ah, da geht es einen Hill runter. Na, was lassen wir noch? Ich glaube, da müssen wir eigentlich überall gar nicht gehen. Das sind nur Abkürzungen.
Yo ho. Hey, das sind Cobalt Sentinels. Speichern wir mal ab. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache an dieser Stelle. Sollen wir mit denen reden oder sollen wir einfach ernten? Kobold Flame Shaman, a kobold lying in the middle of the patch, calls out to you. Judging by the sorry state of his scales, he is the eldest of the group. His red eyes squint from the light and his throat struggles to form words. Okay. Nur zu. Our patch, our celestial reddish. Ah, about the reddish. Chaotic neutral trickery 19. Leave quietly taking a bucket of... Oh, das ist chaotic neutral? Ich weiß nicht. Neutral evil, point toward the warg's lair. I have just seen mountains of the same radishes right over there. Oh. Strange rumor, the celestial radish grows only here. It was always. We check. Send scout. However, there is no one listening to the elder kobold. The others are already moving in the direction you pointed, alone or tightly hugging in pairs. Stop! Stop! Traitor! Ah, und der Radish gehört uns. Das ist natürlich eine... Reddish plants have been badly battered. Nicht jetzt? Heißt das, ich krieg keine? Wir haben schon welche. Moon Radish. Okay, passt. Na bitte. Wir haben nur einen kleinen Kobold, der quasi ruiniert. Wir haben kein schlechtes Gewissen, das waren nur Pixel, die wir da in den Tod geschickt haben. Vielleicht sind die Worge jetzt doch etwas glücklich, etwas, wie sagt man? Ja, schauen wir gleich zu den Worgen. Immerhin haben sie uns versprochen, dass sie uns was geben dafür, wenn wir Leute zu ihnen schicken. Könnte es aufhören zu regnen, bitte? Das haben sie fürchterlich gemacht in dem Spiel. Als ob das irgendjemand brauchen würde, dass es da ständig schüttet. Wir sind noch langsamer, wenn es regnet. Das Ganze nicht besser macht. Wir könnten die Worge jetzt auch noch umbringen. Nachdem er uns gesagt hat, wo es ist. Das wäre eine tatsächlich böse Tat. XP, na schauen. Truth be told, I should thank you. Finally, a decent meal. It's a pleasure to deal with you. Chest is buried under a lonely tree to the west. Lonely tree to the west.
Was ist das da? Also unter der Old Sycamore wahrscheinlich. Ah ja, okay. Da sind wir rauf, runter. Da sind wir noch nicht gegangen. Und ich nehme mal an, da geht's da so runter. Das können wir uns noch anschauen, bevor wir raufgehen zur Old Sycamore. Könnte es bitte aufhören zu regnen? Das ist ja schrecklich. Sehen tue ich auch nichts mehr. La 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 la. Okay. Ich finde das lustig, dass wir die Dinger sehen, aber sie uns nicht. You cannot stand against me. Na dann, Angriff. No servus. Oh, warte mal. Amiri! Ach, wie. Ausgezeichnet. So. Du wirst jetzt außerdem das auf die gute Amiri machen. Und du wirst das auf dich machen. So, wieder alle da. Danke, es hat aufgehört zum Regnen. Wir skinnen sie und kriegen nichts. Finde ich gut. Time becomes distance. Ja, die waren so schwach. Autsch. Tja, das war's dann wohl. Wir nehmen alles mit. So, und da sind wir jetzt wieder am Anfang von dem Ding, von der Karte. Wir werden heute, glaube ich, nichts anderes machen, als dieses Ding da durchsuchen. Was ist das? What's that? Overgrown Passage. Warte mal, wo geht das hin? Da nach rückwärts rein wahrscheinlich. Na gut, wir speichern ab, bevor wir da reinrennen, weil da haut es uns wieder auf wahrscheinlich. Und dann... Was? Wir sind reingekommen, obwohl wir uns verletzt haben? Mightyearling, hide it, Queen Petat. Treasure heavy. Sneaky might. I'll carve my name onto your flesh. Was? Wieso greifen wir die jetzt an?
Ja, vielleicht sollten wir mal Rage auch gehen, ne? Wir sind so dumm. Du machst wieder das. Zweimal können wir das ja heute noch. So, was hast denn du noch? Den Ding, gell? Aber der macht ja Schaden überall. Der ist fürchterlich, dieser Zauberspruch. Wir müssen dir unbedingt andere Zaubersprüche einlernen. Machen wir das in Large auf die Amiri. Die macht so schön Schaden zusätzlich. Na bitte. Und wir haben hier noch eine Kiste. Done and done. Done and done. Fancy. Magisches Zeug. Ah, warte mal. Was ist das? Ein Cold Iron Dagger. Aber du greifst mit Bogen an. Tja. Die habe ich total vergessen, dass wir das Ding haben. Nein, du kannst. Oh, Amiri könnte das Chainshirt tragen. Schau dir das an. Das macht mehr Rüstung sogar. Magische Rüstung ist ja immerhin 6, ja. Gut, dann haben wir da die Bracers. Was sind das für welche? Plus 1er. Wem geben wir die? Da Miri. Wieso nicht? Ah, sie ist fatigued, deswegen ist sie roter. Ich glaube, beim ersten Mal spielen war ich nicht da herinnen in diesem Mini-Abschnitt. Bin mir ziemlich sicher. So. Wir sind jetzt schon ziemlich hinüber. Map. Vielleicht sollten wir nachher das, da schauen wir uns natürlich noch an. Vielleicht sollten wir nachher mal eine kleine Nachtwache machen. Machen wir so ein Dings. Machen wir so wie jenen. Ja, da können wir raufklettern. Das ist der Teil, wo wir Abkürzung nehmen können. Ich habe eine absolut fürchterliche Stimmen. Absolut fürchterliches Stimmen-Dings genommen.
Klo. Könnt ihr jetzt bitte darüber gehen? Was ist das? Schaut aus wie ein Kaktus. Decorated Scabbard. Na, fast. So, Map. Haben wir irgendwas vergessen? Das da hinten, das kann man eh nicht kriegen. Da waren wir jetzt überall. Wir könnten da direkt aufkraxeln. Ich weiß, dass hier ein absolut widerlicher Kampf ist mit einem von diesen Geistköpfen. Das war nicht lustig. Man sollte das schon ausnutzen, wenn man weiß, was da ist. Ich weiß, der Kampf war schrecklich. Und er ist passiert, wie ich dort... Ah, genau. Dort war ein Lager und man hat dort lagern können. Und ich glaube, dann erscheint er. Aber ich glaube, das werden wir einfach nicht machen. Wir werden schon ein Lager aufschlagen, aber vielleicht hier. So, warte mal. Jetzt gehen wir mal ins Inventory. Du... Was hast denn du im Spellbook? Was hast denn du einge... Oh, du hast ja sogar noch Sprüche frei. Total ver... Nicht gut. So. Na gut, was nehmen wir noch rein? Wir nehmen natürlich Magic Missiles. Die sind absolut genial. Die treffen nämlich immer. Den Color Spray werden wir vielleicht raushauen. Nein. Ach. Der ist nämlich schrecklich. Magic Missiles und vielleicht ein Hurricane Bow für sie. Dann macht sie nämlich mehr Schaden mit ihrem Bogen. Level 0 Sprüche müssen wir nicht einlernen, die können wir einfach. Passt. Na dann. Freunde, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ein Lager machen? Okay, vielleicht auch nicht, oder? Hallo? Ach. So, warte mal, dann wenn wir Tristan auch noch schauen, der hat ja auch Zaubersprüche. Muss der die auch einlernen? Ich glaube fast, gell? Mhm. Der hat schon Level 2 Sprüche, wie das. Scorching Ray. Less Weapon. Lesser Restoration, schau das an. Scorching Ray, das ist ein Kampfzauber. Das ist keine schlechte Sache. Wir könnten vielleicht das da rausgeben. Und stattdessen... Vielleicht... Was gehen wir rein? Stattdessen... Bull Strength vielleicht? Bears Endurance wäre auch eine Möglichkeit. Aus Wisdom für ihn selber, dass sein Spruch stärker wird. Wir könnten auch Summon Small Elemental oder Monster machen. Machen wir Summon Elemental. Es ist immer schön, wenn es so herumwuselt mit lauter Zeug. So, Freunde. Well. Let's go to bed. Oder auch nicht. Weil wir es nicht treffen. Okay, geschafft. Mhm. It's funny that you and I are so much alike. We both were banished for trying to be ourselves.
right. I wanted to be a fighter, and I did. And what did you want to be? A rotten fish with bulgy eyes? Well, congratulations. Ausgezeichnet. Continue. Was? Was soll das? Ah. I wish there was another way. Ja, das würde ich mich auch wünschen. Würde ich mir auch wünschen. Könnten wir bitte aufhören, den armen Tristan zu treffen? So, Tristan. Ah, du hast noch keine neuen Zaubersprüche, ist eh klar. So, hätten wir das. Tatzelwürmer. Und wieder Schnarchi, Schnarchi. Finde ich gut. So, alle geheilt, alle glücklich. Finde ich schön. So, da waren wir schon überall. Zaubersprüche sollten wir auch jetzt wieder neu drinnen haben. You see that? Hey. That was easy. War's das? Finger of Death Trap triggered. Finde ich gut. Okay, Freunde. Wir laden das Spiel neu. Gibt's ja wohl nicht. Dieser Wag spielt ja wohl. Zeig uns eine Kiste mit einer Finger of Death Trap drauf. Bist du irre? Hat er gespeichert in dem Moment, wo wir ...120 Punkte Schaden bringt auf jeden Fall jeden von uns um. This requires your attention. That was easy. So, na dann. Und noch einmal. So, the gripping wound in the battle, this condition. Okay. Scroll of Slayed Living. Finde ich gut. Scroll of False Life Greater. Schau dir was an.
Das klingt nach einem coolen Zauber. This spell functions as false life, except you gain temporary hit points equal to 2d10 plus 1. Okay, was ist das? Das schaut lustig aus. Ein Helmet. Na bitte. Identifies lesser phylactery of negative channeling. The wearer of this headband has the ability to channel negative energy. It increases the amount of damage this ability does to living creatures or heals to undead creatures by plus 1d6. Ich würde mal sagen, das war von einem Nekromanten. Kannst du sowas eigentlich? So, an dieser Stelle werden wir Pause machen wieder, Freunde. Ich schaue mal das in der Zwischenzeit an und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.